Blitzerherz geliebt. Sie fehlt mir so sehr. Die Schreckenspyramide ist erwacht. Genau, die Schreckenspyramide. Ich weiß, was das ist, aber die guten Bürger dieser Stadt brauchen eine Erklärung. Zitadelle des Dragonlords jenseits des Ozeans. Jetzt, wo er das Schwert hat, kann er die Seelenenergie von allem Lebendigen in den Wonderlands rauben. Ohne die Königin ist unser Schicksal besiegelt. Hey, frag ihn, ob das mit dem Ritterschlag noch was wird. Fred! Wir sind am Trauern. Du bist am Trauern. Ich will den Titel Sir vor meinem Namen. Ich weiß, dass wir immer noch trauern, aber werde ich trotzdem zum Ritter geschlagen? Nur unsere Königin hatte die Macht, die Ritterwürde zu verleihen. Aber du verdienst eine Ehre für das, was du getan hast und was noch kommen wird. Knie nieder. Oder hock dich einfach hin, wenn dir die Knie wehtun. Die Steuern gehen rauf, die Steuern gehen runter. Als Regentenverteidiger von Prachthof ernenne ich dich zum Knappen des Reiches. Knappe? Das ist doch Drachenkacke. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es muss reichen. Denn jetzt musst du die Wonderlands selbst retten. Reise zur Schreckenspyramide, hol das Seelenschwert zurück und räche unsere Königin. Du wirst ein Schiff brauchen. Sprich mit der Hafenmeisterin. Du kannst voll und ganz über all unsere Ressourcen verfügen, Schicksalsbringer. Ich höre ständig die Hufe der Königin hinter mir. Mit großen, warmen Augen. Ah, ahoi, Knappe des Reiches. Hallo, ich muss diesen Ozean überqueren und habe tolle Sachen über eure Schiffe gehört. Starten wir umgehend mit dem Bau. Komm und bau dein neues Schiff hier im Hafen. Meine Augen haben noch nie zuvor so eine Schönheit der Meere gesehen. Es ist ein Wrack. Schwachsinn. Ich taufe das gute Schiff auf den Namen Balsanje. Warte. Vor dem Ablegen muss noch ein Bade das Schiff segnen, damit Drill, dessen Ketten das Meer sind, dich nicht in ein wässriges Grab hinunterzieht. Was? Aber wir sind so kurz vor dem Ablegen. Ich will mich nicht um Meeresflüche kümmern müssen. So läuft das aber. Entweder man befolgt die Regeln oder endet wegen eines Fluchs am Meeresgrund. Leider ist unser ansässiger Bade während der Invasion verschwunden. Der Tod ist der härteste Kritiker. Was? Nein, er hat sich in ein Skelett verliebt und sie sind durchgebrannt. Es gibt nur noch einen Mann, der das Schiff segnen könnte, obwohl er nur ein Halbbade ist. Aber er ist wohl deine einzige Hoffnung, den Ozean zu überqueren. Zuletzt sah ich den Halbbaden auf dem Weg in den schluchzenden Moder. Nur wenige kehren aus diesen Wäldern zurück. Aber vielleicht lebt er noch. Oh, der schluchzende Moder. Klingt gefährlich. Aufregend. Das gute Schiff Balsanje fürchtet keinen Fluch. Leinen los! Okay, aber der Fluch wird uns ertränken. Das gute Schiff Balsanje legt's ab. Mit dem Wind im Rücken und dem Bug Richtung Schicksal habt ihr die Überfahrt angetreten und... Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig der Segen eines Baden ist. Na gut, machen wir einen Umweg und suchen einen blöden Baden. Aber danach gehen wir die eigentliche Quest an und retten die Welt. In der Zwischenzeit lasse ich die Arbeiterkobolde das Schiff vom Grund des Hafens holen.
wenn ich dich täte. Tina, dir ist ein Käseflip aufs Spiel gefallen. Was denn? Er liegt genau da und versperrt unserem Charakter den Weg. Ah ja.
Ich könnte auf einer Spinne reiten. Den Käseflip. Ihr steckt den Schlüssel in das Schloss und der große uralte Meteor hebt sich vom Boden und kehrt in den Himmel zurück, von dem er einst fiel. Du könntest auch einfach zugeben, dass dir der Flip aufs Brett gefallen war. Keine Ahnung, was du meinst. Das Verlies da drüben verströmt starke. Wer ist denn Scheinteil-Vibes? Schluchzigkeit umgibt euch. Seelenenergie liegt schwer in der Luft. Ihr habt den Moder erreicht. Ich dachte, etwas namens Moder wäre... Also gut, plötzlich sterben alle Bäume. Und Pilze wachsen aus ihren verrotteten Blättern. Jetzt ist es mega modrig. Also von wie modrig reden wir hier? Wir brauchen eine Moderwertung. Also bitte bewerte doch mal den Moder. Oder? Oh, ich soll eine Moderwertung abgeben? Naja, es ist Moder, oder? Weit oben auf der Moderskala. Ganz schön modrig. Ich war schon an einigen modrigen Orten, aber dieser hier übermodert sie alle. Ich fühle mich magisch. Du hast keine Chance. Ehrlich, das passiert sonst nie. Endlos Munition. Das lief genau wie erwartet. Aufgeladen!
meinem Königreich satt. Ein Becher Cola in der Taverne ist doch kein Date. Und meine Eltern sind auch keine Hilfe. Heirate reich, sagt meine Mutter. Heirate der Position wegen. Mein Uns Lymphen geht es furchtbar schlecht, weil dieser schreckliche Virus sein Unwesen treibt. Wir sind am Rande der Vernichtung und brauchen eine Heldenfigur. Wenn das auf dich zutrifft, komm in unser Auffanglager und sprich mit meiner Frau. Die Zähne braucht. Eine Menge Zähne. Und da ihr so gut darin seid, irgendwelche Sachen aus was rauszuprügeln, sollte das doch genau eure Hausnummer sein, Tomodachis. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Pilze sind schrecklich, so wurde es mir gesagt. Von Schimmel bis Giftpilz wurden alle beklagt. Schwingt eure strammen Waden für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne. Halb Bade, halb Papa. 1000% explosiv. Es ist Tor! Ja, er ist im Moment ein wenig abgelenkt. Ihr müsst seine Aufmerksamkeit erregen. Die Lady vom See sein, von der ich so viel gehört habe. Ich suche eine Lochzaubernarte. Kannst du mir helfen? Was jetzt? Oh. Halt, Nachbarn, nicht mit diesem Getrammel aufhören! Oh, oh. Unser Weg ist also klar! Wir müssen die Trommler erledigen, damit die Lady vom See unser Flehen erhört! Oh, okay. Gute Einsatzbereitschaft, aber versuchen wir es doch zuerst mit Bestechung oder vager Bedrohung vor der Bootsmord. Kann's weitergehen? Ich muss den Ozean überqueren und dem Dragonlord meinen Stiefel in den Hintern rammen. Für den ersten Teil brauche ich deine Hilfe. Ich liebe zwei Dinge auf dieser Welt. Schiffblitz und große Explosion. Und den Respekt vor allen Lebewesen, ungeachtet meiner alten kulturellen Vorurteile. Drei Dinge. Ich krieg auch gar nichts mehr.
einer Laute. Ich weiß nicht. Sie ist das Holz aus diesem Wald geworden. Mögt ihr Metal? Blöde Frage. Natürlich mögt ihr Metal, wenn nicht. Also, da läuft so eine Art kleiner Bewerbungsteil, bei dem euer Talent gemacht sein könnte. Würde ich. Ich könnte auf einer Spinne reiten. Ihr meint Zauber. Magisches Sperrfeuer! Hey, beim Retten der Welt muss man moralische Abstriche machen. Wieder ein Geschäft. Prima, unterstand uns beiden Zeit. Na mal los! Plan für eine Menge. Aber ich könnte noch mehr haben. Du bist bereits tot. Du weißt es nur noch nicht. Ich habe dir ein langes Leben voller Peinlichkeiten erspart. Gern geschehen. Du Held! Thank you.
angefangen zu vibrieren, als du den Kristall zerstört hast. Ich, Magie, komm zurück. Weiter so. Da vorne ist noch ein Dorn. Machen wir ihn fertig. Der Dragonlord benutzt also die Kristalldornen, um dem Wald Magie abzusaugen? Siehst du? Das gefällt mir irgendwie. Warum machen wir nicht auch einen auf Magieräuber? Weil es böse ist? Nicht, wenn wir sie für verzauberte Nachttöpfe verweisen. Kinder nutzen. Bam! Jetzt siehst du dumm aus. Achtet eigentlich irgendjemand?
Latte! Eine Horde von Skeletten erscheint und will den Schicksalsbringer in Stücke reißen. Hey, das ist super. Jetzt verstehe ich, warum sie das mag.
auf dem Boden. Berührt ihn nicht, meine Süßen, sonst beschwört ihr eine grauenhafte Kreatur mit grauenhafter Macht herauf. Dieser Obelisk wird eine Pilzmonstrosität heraufbeschwören. Einen fiesen Fokus, eine nicht ignorierbare Bohrenbrücke! Meine Knochen! Meine spröden Knochen!
Tigor, das Herz des Waldes liegt hinter diesem Wald. Ich wollte mit meinem Explosionsgriff einen Hit fallen. Das ist mein einziger Angriff. Und er geht nur ein Salpunkt an. Als Bade sind meine Zauber nur so stark wie die Stimme von Tigor. So sind sie gerocken, während ich mein Explosionsgriff vorbereite. Super heißen Mächte des Bösen riechen den Gestank des Heldentums und erheben sich, um ihn niederzustampfen. Schlag diesen Idioten die Köpfe ab! Oh, ihr Helden, ihr Magisch, eine Chance! Gelebt habe! Wieder im Geschäft! Bereit, erstaunt zu sein! Keine Schande gegen dich! Sich an, als würde ich eine Quelle umarmen. Ja, los, wir müssen in das Herz des Waldes. Ihr nähert euch dem Herzen des Waldes. Sogar das Herz des Waldes ist verdorben. Was kann so böse sein? Wie als Antwort ertönt durch den Nebel ein erschütternder Schrei. Ich glaube, ich behalte es. Scheint wertvoll. Du weißt nicht, was du da hast? Gut, gib her. Nehme dich. Ich nehme dir etwas Last ab. Tja, jetzt gehört es mir. Du weißt nicht, was du da hast? Noch was für meine Schrottsammlung. Seht das schreckliche Antlitz der Todesfee! Wow, die Todesfee? Jetzt schon? Pass auf, Schicksalsbringer. Sie will deine ganze Truppe auslöschen. Der Boden rast! Du hast keine Chance! Weg. Jetzt wird gezaubert!
fühle mich magisch. Verstummen. Sehr gut. Beeindruckend. Ich habe schon erlebt, wie die Todesfee hochstufige Charaktere völlig fertig gemacht hat. Unter uns gesagt, wir hatten mal was miteinander. Aber sie hat mich für den Mahlstrom des endlosen Wahnsinns verlassen. Okay, ich... Verstehen. Er ist ein Traumtyp. Nein! Das Herz des Waldes ist bereits verdorben! Du Schmeißes! Du hast mir die Magie und die beste Freundin genommen! Ich werde nie wieder Raps spielen! Der vor dem verdorbenen Herzen hängt. Schieß mich frei! Entsichert und im Anschlag. Verdammt, ja! Verschlagweg, du lebst! Dank deines Badass-Riffs, du bist wirklich ein Bartmann. Und du? Ich kenn dich. Komm her. Du kennst mich? Also, wir haben uns noch nicht getroffen. Aber ich bin die Faustschlagfee. Solange Magie in der Nähe ist,
bin ich hier, um sie zu schützen. Mit Faustschlägen. Ich habe schon genug Helden gesehen, um zu wissen, wann mich einer gerettet hat. Kannst du seine magische Laute reparieren? Er muss unser Schiff segnen. Ob ich es kann? Ha! Ich bin es, von dem er sie überhaupt hat. Pass mal auf. Zippy, Zappy, Punchy, Magoo! Ja, ist meine Laute jetzt wieder auf voller Power? Verdammt richtig, zupf mal dran! Laute! Ich habe so hart gerufen, dass ich mich wegteleportiert habe. Danke, Faustschlag B! Hey! Wir treffen uns bei den Docks! Talk der Bamba! Erwartet euch am Stadthafen! Endlich! Diese Ablenkung. Okay, holen wir uns diesen blöden Segen für das Schiff. Er ist nicht blöd. So sind eben die Regeln. Dann sind halt die Regeln blöd. Ich will doch einfach nur vorankommen. Oh oh. Die Gruppe spaltet sich. Die Revolution naht. Mach mit bei Kobolde opponieren tyrannische Züchtigung. Und hilf uns, die Freiheit zu erlangen. K.O.D.Z. K.O.D.Z.